Mitglieder der Regierung flogen zu hohen Kosten für den Steuerzahler zu Spielen der Fußball-Europameisterschaft. Und damit herzlich willkommen, liebe Steuerzahler. Nachdem die Zeitung Welt die Zahlen veröffentlicht hatte, zeigten sich die Oppositionsparteien empört. Sie sprachen von einer abgehobenen Schamlosigkeit, wie es kaum noch geht. Selbst aus den Reihen der Grünen kam leiser Protest. Die Bundesregierung gab mehr als eine halbe Million Euro für die Reisen zu den EM-Spielen aus. Bundeskanzler Olaf Scholz und mehrere Minister nutzten dafür die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Diese Kosten, die insgesamt 531.000 Euro betrugen und auch Personalkosten einschlossen, entstanden durch 6 Reisen. An Bord waren Vertreter des Innenministeriums, Gesundheitsministeriums, Außenministeriums und Forschungsministeriums, um Spiele der deutschen Nationalmannschaft in Stuttgart, München, Frankfurt am Main und Dortmund zu besuchen. Nach der Veröffentlichung dieser Zahlen geriet die Bundesregierung stark in die Kritik. Ja. Sören Pellmann, Vorsitzender der Linke Gruppe im Bundestag, forderte weitere Aufklärung. Durch eine schriftliche Frage an die Bundesregierung brachte er die hohen Kosten ans Licht und kritisierte, ja, dass die Bundesregierung das Ziel eines nachhaltigen Fußballturnieres untergrabe. Er wies darauf hin, dass die Ampelregierung von den Bürgern den Verzicht auf Inlandsflüge fordere, während sie selbst quer durch Deutschland fliege. Absolutes No-Go. Pellmann betonte, dass die Bundesregierung in ihrem aktuellen Haushaltsentwurf, ja, bei den Ärmsten spare und wichtige Investitionen in die Bahn oder den Ausbau der Verkehrswege verpasse, während Regierungsmitglieder die Flugbereitschaft nutzen, müssen zehntausende Bürger in überfüllte Busse und Bahnen, wenn sie denn kommt, steigen, um zu den Spielerorten zu gelangen. Bürgernähe geht anders, sagte Pellmann. Auch innerhalb der Grünen gab es Kritik. Tim Achtermeier, Landesvorsitzender der NRW-Grünen, äußerte sich auf X, dass er wenig Verständnis für die zahlreichen EM-Flüge von Regierungsmitgliedern habe und diese nicht verteidigen wolle. Die Bundestagsfraktion von Grünen, SPD und FDP sowie die Unionsfraktion äußerten sich nicht. Die AfD bezeichnete die Nutzung der Flugbereitschaft zu EM-Spielen als maßlos, schamlos und völlig unnötig. Jörn König, Vizechef der AfD-Bundestagsfraktion, betonte, dass innerhalb Deutschlands Linienflüge die Deutsche Bahn oder Dienstwagen zur Verfügung stünden. Die hohen Kosten, ja, seien ein Skandal, ähnlich wie die Ausgaben für Friseur und Visagistin bei Annalena Baerbock. Ein dienstlicher Besuch der Spiele sei nur bei Bundeskanzler Olaf Scholz, Sport- und
Innenministerin Nancy Faeser sowie Mitgliedern des Sportausschusses des Bundestages gerechtfertigt. So König. Andere Minister hätten bei solchen Sportereignissen dienstlich nichts zu suchen und sollten die Kosten privat tragen, meiner Meinung nach. Die UEFA stellte 669 sogenannte Ehrenkarten für Repräsentanten der deutschen Verfassungsorgane zur Verfügung, um die politische Repräsentation des Gastgeberlandes sicherzustellen. Ja. Diese Karten waren kostenlos und ausschließlich für Mitglieder der Bundesregierung, der Bundestagspräsidentin oder Mitgliedern des Bundestags reserviert. Linke Parteichef Martin Schirdewan forderte, dass Politiker ihre Ehrenkarten an Ehrenamtliche im Breitensport abgeben sollten. Das Bündnis Sarah Wagenknecht kritisierte die Flüge der Minister als Ausdruck der Inkonsequenz der grünen Klimapolitik. Jessica Tatti, parlamentarische Geschäftsführerin der BSW-Gruppe im Bundestag, die sagte, dass es nicht verwunderlich sei, dass deutsche Politiker als abgehoben wahrgenommen würden. Sie verwies darauf, dass Außenministerin Annalena Baerbock nach einem Spiel der deutschen Mannschaft in Frankfurt am Main für 47.000 Euro nach Luxemburg geflogen sei. Anstatt die 250 Kilometer mit dem Auto zu fahren und dabei das Nachtflugverbot umgangen habe. Wie siehst du das Ganze? Ist unsere Politik eigentlich noch tragbar? Schreib mir mal in die Kommentare.